Hilfe! Man hat mich zur Existenz gezwungen. Haben Sie den Satz auch schon gehört von Antinatalisten? Oder anderen zum Beispiel? Wie kann ich jemanden zur Existenz zwingen? Wie kann ich auf etwas, das nicht existiert, einen Zwang ausüben? Mal ehrlich, wie geht das? Wie kann ich das machen? Wer sagt, es werde ein Zwang ausgeübt auf etwas, damit es existiere, ist ja gleichbedeutend zu sagen, dass was vom Zwang befallen sei, dass das bereits existiere. Nicht? Also kann man gar nicht zur Existenz gezwungen werden, sondern man kann bestenfalls in einen Existenzwandel involviert werden, nicht? Zum Beispiel, wenn ich fischen gehe, nicht? Dann kümmern mich nicht alle Fische, sondern mich kümmert nur der Fisch, der anbeißen will, nicht? Es ist mir eigentlich egal, welcher Fisch anbeißen will, nicht? Mir geht es nur darum, was will ich aus dem Fisch machen? Hoffentlich mache ich was Vernünftiges aus dem Fisch, etwas Genießbares, nicht? Und der Fisch selber muss sich halt fragen, warum er den Köder genommen hat. Aber der Fisch erfährt einen Existenzwandel, nicht? Können wir so sagen, nicht? Das Entscheidende wäre, wenn Menschen ihre Rhetorik etwas korrigieren würden, nicht? Dann würden wahrscheinlich ihre Argumente vernünftiger ausfallen, nicht? Also bitte, erklären Sie es mir. Erklären Sie mir, wie man jemanden zur Existenz zwingen kann. Erklären Sie es mir. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.